Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich beim Liebesreading für die kommenden 2 Wochen. Und hier werden wahrscheinlich auch Nachrichten allgemeiner Natur drin sein, spirituelle Entwicklung. Ja, es gibt jetzt ein Video für die kommenden 2 Wochen, denn ich werde auch noch mal ein bisschen unterwegs sein, aber ich möchte euch natürlich ein Video schicken und machen. Ja, und bin jetzt auch gespannt, was sich hier zeigt. Die Karten siehst du schon liegen. Dann möchte ich mich nochmal bei allen für den wunderschönen Heilkreis bedanken. Also ich bedanke mich bei euch für eure Teilnahme, für euer Interesse, für eure persönlichen Erfolge auch, die ihr hattet und eure Feedbacks. Und es war ganz zauberhaft und sehr viel transformiert worden. Ganz viel passiert. Ja, vielen Dank nochmal und ich bedanke mich auch bei der geistigen Welt natürlich, die geholfen hat, bei allen unterstützenden, helfenden Energien und ja, auch ein Stück weit bei meiner Familie, die dann auch immer alle ein bisschen warten. Das ist auch, ja, ich bedanke mich einfach bei allen, die das möglich machen, dass so ein schöner Heilkreis zustande kommt, ja. Fürs Internet, für alles, was es möglich macht, ja. Ich bedanke mich auch bei allen Klienten, die hier zuschauen, bei allen Abonnenten, dass ihr da seid, dass ihr, ja, die Videos liked und teilt und, ja, das bedanke ich mich auch für eure Kommentare. Und was wollte ich noch sagen? Genau, ich war am Wochenende in Fortbildung. Es war sehr schön und entspannend auch. Genau, und jetzt bin ich hier in frischer Frische mit einem neuen Liebesvideo. Ich erzähle dir mal, was ich aufgebaut habe. Sonst habe ich, glaube ich, einführend nichts mehr zu sagen. Ja. Fangen wir mal an. Hier ist wie immer die übergeordnete Botschaft für alle zu sehen. Dann hier sind 3 Auswahlmöglichkeiten für dich. Kannst du auswählen, links, Mitte, rechts. Und hier unten gegenüber liegt immer dein Partner, wo du in dieser Liebesbeziehung bist. Ja, solltest du 2 Partner haben oder ein Ex oder so, dann kannst du natürlich hier auch nochmal unten hinblinzeln, was dich da anlacht. Ob das da noch ein 2. oder 3. Stapel sein darf, je nachdem, ob der Merkur dir nochmal jemanden zurückgebracht hat, der dich nochmal beschäftigt. Ich stelle dir die Steine noch vor. 1. Stapel ist hier der Magnesit. 2. Stapel ist das Opalglas. Und 3. Stapel ist der Orangenkalzit. Genau, das sind die 3 Steine. Die Karten haben sich heute auch ganz anders zusammengemischt wie sonst. Wirst du dann sehen. Alle Karten findest du unterm Video, alle Links und Interessantes vielleicht, was du lesen könntest auf meiner Webseite oder genau. Ja, dann fange ich mal an. Hier an der Seite gibt es dann noch Karten, die ziehe ich nachher noch drauf. Die lege ich so zwischen euch hin. Genau, welche Art von Liebesbeziehung du bist, ob du das irgendwie Karma-Partner, Seelenpartner, Twin Flame, Dualseele nennst oder ob ihr im On, im Off seid oder wo die geistige Welt schaut einfach drauf oder auch egal, welche Geschlechter ihr habt, wie ihr das lebt oder welche Vorlieben ihr habt, alles darf hier sein. Die geistige Welt versucht einfach nur, die Energien für euch darzustellen und zu schauen, was ist da gerade los. Denn wenn man auch manchmal gerade nicht redet oder die Kommunikation schwierig ist oder das Energielevel anders, je nachdem, fragt man sich manchmal, was ist da eigentlich los? Und das versucht man hier eigentlich rauszukriegen. Und auch sozusagen, was rät die geistige Welt, was ist hilfreich, ne? Okay, dann fangen wir mal an. Ich würde mich gerne einstimmen, so ein bisschen verbinden mit Himmel und Erde und dass man aus der Mitte so heraus den Stein, den Stapel dann auswählt. Genau, wenn du mitmachen möchtest, kannst du gerne mitmachen. Geht ganz kurz. Und ja, dann fangen wir mal an. Schließ mal für einen kleinen Moment deine Augen und atme mal tief ein. Immer wieder aus. Lass die Schultern dann los beim Ausatmen. Atme nochmal tief ein bis in den Bauch. Und wieder aus. Atme nochmal ein, spür die Erde unter dir. Richte dich ganz auf.
Atme nochmal aus, lass die Schultern los, bleib groß, langer Rücken. Spür Erde unter dir und Himmel über dir. Und spür dich dazwischen, zwischen Himmel und Erde, mit deinem Herz, mit deiner Liebe. Spür mal ein bisschen zu deinem Herz hin und atme da nochmal hin. Und wenn du möchtest, wenn du dir vorstellen kannst, dass du einen Engel hast oder das weißt oder ein Krafttier, dann kannst du dich gerne einladen, zu dir zu kommen in den Raum. Oder deinen Geistführer und aufgestiegenen Meister oder Meisterin. Und dann lausch nach innen, ob links, Mitte oder rechts deine Informationen enthalte. Und ich berühre mal die Klangschale, während du weiter entspannt atmest und mal schaust, ob du deine Engel spüren kannst, ob die sich bemerkbar machen. Und frag sie mal, ob links, Mitte oder rechts heute für dich wichtig ist für die kommenden 2 Wochen. Ich berühre die Klangschale jetzt. Mir noch mal ein und aus. Und dann, wenn du bereit bist, dann öffne deine Augen. Schau mal, wo dein Blick hingeht, zu welchen Karten, zu welchem Stein, und dann bleib dabei. Dann beginnen wir mal mit der übergeordneten Botschaft für uns alle. Und zwar geht es hier los mit den Mondpriesterinnenkarten. Und die Botschaft heißt folgende. Hier kommt die Karte Wintermond. Ja, hier geht es darum, dass man aus einer alten Gedankenspirale, Gewohnheitsmustern ausbricht, das ablegt und sich auch erstmal bewusst wird, was habe ich denn für eine alte Angewohnheit oder Denkmuster, was ich jetzt wirklich hinter mir lassen darf, wovon ich mich jetzt nochmal befreie. Also es kann jetzt im Laufe dieser nächsten 2 Wochen sein, dass du dich befreist und dass du nochmal, ja, das auch als Sprungbrett nimmst, dich neu zu definieren, dich neu zu entwickeln. Ja, schau mal, da könnten jetzt nochmal sozusagen Einblicke kommen, welche Muster jetzt gehen dürfen, ja, so zum Beispiel vielleicht Selbstzweifel, Opferdenken, Mangeldenken, ja, oder es reicht nicht, Perfektionismus, etwas, was dir nicht mehr gut tut, wirst du erkennen. Dazu kommt noch folgende Karte. Hier kommt die Karte Heilige Mondquelle, ja. Es gibt eine heilige Mondquelle, die aus purer schöpferischer Energie besteht. Mit dieser Karte hast du eine Quelle der Energie geöffnet. Nun gilt es, diese Energie in deiner eigenen Herzquelle zu spüren. Also es gibt so eine Verbindung zwischen dem Mond und deinem Herzen und auch so eine Kraftquelle, so ein ganz tiefes inneres Erwachen auch in dir. So eine ganz starke Sensitivität. Ja, Weisheit, Einsichten können kommen. Aus dir heraus. Das wohnt in dir und du wirst jetzt da neue Zugänge bekommen. Ja, vielleicht schaust du auch mal, ob du irgendwas mit dem Mond direkt machst. Wenn er, wir müssen jetzt den Neumond haben in diesen 2 Wochen. Müsste der jetzt anstehen? Vielleicht spürst du da auch nochmal rein, was der Mond mit dir aktuell immer macht. Ganz spannend, dass du jetzt noch mehr deinen Herzraum spürst. Also das spricht schon auch von diesem Loslassen und diesem in dir die Quelle finden, ja. Ganz toll. Also nichts im Außen zu verorten. Dann haben wir hier noch eine Wahrheitskarte. Hier geht es um die Wünsche. In diesem Augenblick ist alles richtig. Das Annehmen der Wahrheit löst die schmerzhaften Unterschiede zwischen dem, was tatsächlich ist und dem, was man gerne hätte, auf. Die Annahme rückt alles an seinen Platz, indem sie zeigt, dass alles bereits am richtigen Platz ist.
Von hier aus können sie neu und frei entscheiden. Also eine ganz starke Karte, ja. Annehmen, was ist. Auch nochmal, ja, wahrscheinlich Wunschdenken loslassen und einfach das, was ist, als gegeben nehmen, ja. Spannend. Also es wären spannende 2 Wochen, klingt gut. Und dazu kommt noch die Karte Gedanken. Probleme sind immer persönliche Sichtweisen. Was für den einen ein großes Problem bedeutet, nimmt der andere nicht einmal wahr. Wenn jemand meint, dass es ein Problem gibt, erzählt er nur seine Sicht der Welt. Das hat nichts mit ihnen zu tun. Gleichzeitig können sie dabei viel über das Menschsein lernen. Spannend. Also schau nochmal, was geht entweder dir durch den Kopf, das sagt dir natürlich was über dich und auch was erzählt man um dich herum. Und auch diese Frage von, kann ich mich da abgrenzen, wenn jetzt um mich herum die Menschen vielleicht viele Gedanken haben oder Sorgen oder Ängste oder was auch immer, denen durch den Kopf geht. Und kann ich das ein Stück weit bei denen auch lassen und einfach sehen, okay, das ist jetzt einfach so. Da ist jemand, der macht sich Sorgen, einfach das auch annehmen. Da ist jemand, der hat gerade das, da ist jemand, der hat gerade das und trotzdem aber bei dir bleiben können. Und in deiner eigenen Kraftquelle verankert bleiben auch. Ja, vielleicht geht es hier auch um, ja, wie soll ich sagen, sich zu viel um andere kümmern. Und ja, auch ein Stück weit den anderen die eigenen Themen zuzumuten und in der eigenen Leichtigkeit zu bleiben. Ja, und keine Schuldgefühle dabei zu haben. Wenn es dir vielleicht gut geht und bei anderen viel los ist, ja. Je nachdem, schau mal, ob das etwas in dir ist oder im Außen. Ganz spannend. Zum Beispiel, ich sag mal, dir erzählt dein Gegenüber irgendwas und dann denkst du vielleicht auch den ganzen Tag darüber nach oder eine gute Freundin und du merkst, dass es komplett deinen ganzen Tag bestimmt. Ja, und wie wäre dein Tag, wenn du ganz bei dir bleiben könntest? Und ein Stück weit vertraust, dass die andere Person auch die Lösung für das Thema findet und den eigenen Zugang dazu auch hat, weil jeder hat den eigenen Zugang. Ja, spannend. Dann schauen wir mal, wer hilft uns hier bei der Energie, beim Aufstieg in den nächsten 2 Wochen, auch bei diesem Loslassen und was hier wieder ansteht. Hier kommt die Karte 12 Chakras. Nach dem Untergang von Atlantis schlossen sich 5 unserer 12 Chakras. Der Aufstieg beginnt, wenn wir unsere 12-dimensionalen Chakras erneut aktivieren. Dann beginnt auch ein Prozess, in dessen Verlauf sich die 12 Stränge der DNA wieder verbinden, wodurch wir unsere spirituellen und medialen Gaben zur Gänze wieder erlangen können. Bitten Sie die Einhörner, den Erdstern, Basis, Sakral, Nabel, Solarplexus, Herz, Hals, drittes Auge, Kronen, Kausal, Seelenstern, Sternentorchakra zu berühren und zu öffnen und zu aktivieren. Bitte dann die Engel, für dich zu singen, damit deine Chakras in den Frequenzen aller 5 Dimensionen schwingen können. Ich erwecke meine 12 5-dimensionalen Chakras, also gerade wenn hier bei dir sowas Wichtiges auch noch passiert, das heißt, es geht um deinen persönlichen Aufstieg und auch um persönliche Klärung deiner Gedanken, deiner Energien, ist es natürlich besonders wichtig, dass du in deiner eigenen Anbindung bleibst, in deiner eigenen Mitte bleibst, ja, und auch ein Stück weit ja Verantwortung trägst für die Reinheit deiner Energien, durch Gedankenhygiene, durch Meditation, ja, durch Ernährung und auch durch eine gesunde Abgrenzung. Ganz spannend, also hier scheint es wirklich nochmal um so einen Aufstieg, so eine Einweihung zu gehen. Du kannst natürlich hier gerne Engel-Einhörner rufen und ich bin echt gespannt, was bei euch passiert. Das klingt hier nach einem richtig tollen Lichtanstieg für uns alle. Dann haben wir noch von den Naturgeistern einen Hinweis. Für die Liebe, die Liebe zählt. Hier kommt noch mein Hinweis auf die Liebe. Ja, da löst sich echt jetzt nochmal aus den Chakren eine Menge raus. Und in jedem Chakra haben wir sicherlich Dinge gespeichert. Und gerade auch, was hier mit der Liebe zu tun hat,
Die Liebe und der Aufstieg sind ja auch ganz nah miteinander verbunden, ja. Je höher deine Frequenz geht, umso mehr hast du ja Zugang zu unglaublich hohen Freudesenergien, ja, zu unglaublich schönen, harmonisch, friedlichen, freudvollen, ja, bis hin zu ekstatischen Energien. Und mein Gefühl ist, dass einfach hier sich nochmal viele Dinge lösen, damit es noch leichter wird und noch leichter und wirklich am Ende die Liebe als das Stärkste in dir übrig bleibt, ja, ganz schön, nur die Liebe zählt, ja, oder die Liebe zählt. Und hier ist auch diese Taube, die fliegt, das heißt, es geht wirklich darum, jetzt mach dich leicht und konzentriere dich wirklich auf das Schöne, auf die Liebe, auf das Ästhetische und ja, auf den Weg dahin, konzentriere dich auf diesen lichtvollen Weg. Und nochmal das Augenmerk zu haben, was darf jetzt dann aus mir gehen, also welche Frequenzen passen eigentlich gar nicht mehr zu mir. Ganz spannend, also ich bin jetzt hier auch echt gespannt, was in den einzelnen drei Stapeln so auftaucht, ja, was ihr auch berichtet, was euch in den zwei Wochen so zustößt. Vielleicht macht es auch Sinn, das Video nochmal zu schauen nach einer Woche, und weil da ist ja schon wieder eine Menge passiert, und nochmal zu gucken, ah ja, was war denn da nochmal? Weil dann kannst du es nochmal anders sehen. Weil dann steht der Mond schon wieder anders und du hast dich schon wieder verändert. Schaust vielleicht noch einfach nochmal rein, wenn es jetzt beim ersten Mal schauen noch gar nicht so einen Sinn macht, ja? Okay, dann kommen wir zu den ersten, zum ersten Stapel. Hier beim Magnesit beginnen wir. Und wenn du hier bist, dann geht es jetzt mit dir weiter. Deine erste Karte für die Liebe kommt hier von den indischen Göttern. Bei dir ist das Thema Loslassen jetzt dran. Ja, hatten wir jetzt auch schon im Eingang, aber bei dir sagen die Engel nochmal, ja, Loslassen ist jetzt wirklich das Thema. Hier siehst du wildes Wasser brausen. Hier werden viele Glaubenssätze losgelassen, Überzeugungen, die dir nicht helfen. Ja, damit dein Wasser letzten Endes wieder friedlich wird, damit das Licht scheint und auch wirklich Dinge, die dich selbst sabotieren, die es unglaublich anstrengend machen, das Leben. Ängste, Zweifel, Sorgen. Du kannst jetzt ganz vieles davon loslassen in der nächsten Zeit. Also dieser Neumond, der jetzt kommt, ist sicherlich sehr kraftvoll. Ja, kannst du dich schon drauf freuen? Du kannst es vielleicht nochmal unterstützen, indem du auch viel gutes Wasser trinkst oder vielleicht auch irgendwas nochmal mit dem Thema Wasser für dich machst. Man kann jetzt natürlich schön viel baden gehen. Auch das reinigt die Seele. Ja, vielleicht isst du nochmal so wasserhaltige Früchte oder so. Kommt mir jetzt gerade so. Sowas wie Melone und Gurke, wenn du das essen kannst, um die Zellen nochmal zu reinigen, ja? Und vielleicht spricht es auch nochmal ein, an so ein bisschen so Detox zu machen, ja, Salat und wie Smoothies oder so einzubauen. Denn das hilft auch echt immer beim Loslassen, die Ernährung nochmal ein bisschen zu betrachten. Dann haben wir von den Seelenpartnerkarten folgende. Wähle die Liebe, ja, also die Liebe zählt. Und hier nochmal der Hinweis, wähle die Liebe. Also es kann wirklich tief reingehen bei dir, was sich da reinigt. Und am Ende wirst du nochmal so vor die Frage gestellt, entscheide ich mich innerlich für die Liebe und auch für die Liebe für mich selbst, ja? Entscheide ich mich für die Liebe? Kann ich so vergeben und so loslassen und so in diese innere Befreiung gehen, dass ich die Liebe wieder spüren kann? Und ist es mir so viel wert, dass ich vergebe oder loslasse, um meine eigene Liebesfrequenz wieder wahrzunehmen, ja? Ist es mir das wert oder möchte ich noch länger festhalten? Ich meine, man hat immer die Wahl, aber im Sinne deines Aufstieges ist es Zeit, auch ja, schwere Energien hinter dir zu lassen. Ja? Was auch immer bei dir für Themen anstehen, es kann sich jetzt wirklich ganz tief aus dir heraus was lösen. Es ist eine gute Chance, sich weiterzuentwickeln. Ja? Und dann haben wir noch einen Engel für dich, der dich begleitet hier in der Liebe. Bei dir kommt Erzengel Zadkiel. Das ist auch ein Engel, der für Transformation ist. Der hat auch mit der violetten Flamme zu tun. Du wirst Zadkiel wahrscheinlich kennen. Und hier heißt, mit deiner Hilfe vergebe und erlöse ich. Also wirklich, es geht um Vergebung, Loslassen. Ich weiß nicht, was bei euch passiert ist oder was du erfahren hast. Oder jedenfalls, jede Seele geht ihren eigenen Weg, hat ihre eigenen Lernschritte und ja, versuch da nicht in die Bewertung zu gehen,
Ja, sondern einfach zu vergeben und loszulassen und einfach zu sehen, okay, das ist jetzt bei diesem Menschen so, ich kann trotzdem für mich den Frieden wählen und die Leichtigkeit und wieder in die Liebe gehen innerlich, ja. Schau mal, ich weiß ja nicht, um was es geht und wie lange es her ist. Und ja, hier darf sich jedenfalls aus dir was herauslösen, was Altes. Dann gehe ich schon zu deinem Gegenüber, weil heute haben die sich irgendwie anders reingemischt. Keine Liebeskarten dabei sonst. Wir schauen. Es ist aber das Thema Liebe, ja. Was bei deinem Gegenüber jetzt liegt. Und zwar von Lemurien liegt die Karte grenzenlose Freiheit. Also auch hier geht es um einen Aufstieg, um eine Befreiung. Es darf leichter werden, ja. Hier haben wir den Delfin, der springt wieder. Also auch Reinigung des Unterbewusstseins. Die Seele kommuniziert wieder mit deinem Gegenüber. Dann hier auch so was Hoffnungsvolles. Irgendwo befreit auch dein Gegenüber sich von einem alten Thema. Lass es Schuld sein, lass es Ängste sein, Versagensängste, irgendwelche finanziellen Sorgen. Also es gibt hier irgendwie eine positive Nachricht auch. Es geht irgendwie weiter oder dein Gegenüber kann jetzt was loslassen. Da geht es auch wirklich in den Aufstieg und die Engel und die Geschwister von Lemurien unterstützen hier, dass es leichter wird, dass das Licht wieder aufgeht, dass vielleicht die Stimmung wieder besser ist. Die Balance und die geistige mentale Haltung wieder gesünder ist, ne? Ja, das sieht super aus. Und dann haben wir einen Engel bei deinem Gegenüber. Und zwar haben wir Engel Hamaliel. Der hat hier, glaube ich, eine, was ist das? Eine Lilie? Oder eine Iris? Ich weiß es nicht so richtig. Schauen wir mal. Engel Hamaliel, der ist vom Erdelement. Und da stehen hier überall im Hintergrund beim Acker sind die Kornähren so aufgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die sind schon so zu so kleinen Bündeln gemacht. Man sieht den Mond oder einen Planeten. Und ich schaue mal, was der Hamaliel für eine Botschaft hat bei deinem Gegenüber. Ist ja manchmal auch ganz gut zu wissen, wer ist bei meinem Gegenüber und was sind da gerade für Themen. Also der Engel Hamaliel, der steht für das Thema Idealismus. Und der gehört zu allen im August geborenen, passt ja auch. Und genau, nach den Jungfrauen, also die vom Sternzeichen Jungfrau sind, schaut er. Und zwar ist die Herausforderung, wenn Hamaliel auftaucht, dass man realisiert, dass nicht alles perfekt ist und dass Menschen nicht immer die ganzen Erwartungen erfüllen. Also entweder man selber oder die Menschen um einen herum. Man soll das Leben wieder ein bisschen lockerer nehmen, ein bisschen sich leichter machen, ein bisschen was Lustiges machen, mit dem Flow fließen einfach und alles ein bisschen einfach mehr so annehmen, ja? Thema Annahme, Thema Leichtigkeit und auch sich selber annehmen, sich befreien von wegen, ich muss das immer alles so und so machen und wenn andere Menschen das nicht so und so machen, dann sind die nicht okay für mich oder so. Also irgendwas, was sehr eng ist oder wo Begrenzungen waren, darf sich hier ein Stück weit befreien, damit man einfach wieder mal ein bisschen mehr Lockerheit hat, ne? Das sieht super aus. Dann haben wir eine Botschaft für dich von deinem Gegenüber, weil ich dich liebe. Die ist rausgesprungen im hohen Bogen. Bin ich bereit zu bereuen, dich um Vergebung zu bitten und Wiedergutmachung zu leisten, wenn ich dich verletzt oder mich unangemessen verhalten habe? Also hier geht es auch um Vergebung. Ich weiß nicht, was bei euch passiert ist. Vielleicht ist irgendeine Art Übersprungshandlung, blöde Reaktion gewesen. Man hat was Blödes gesagt, was Blödes gemacht und jetzt kann es sein, dass die Engel dein Gegenüber dann führen, ja, ich bin nicht perfekt, keiner ist perfekt, ja, ich vergebe mir oder ich vergebe dir. Je nachdem, was bei euch passiert ist, also bei dir geht es auch darum, wenn du jetzt noch sehr böse warst auf dein Gegenüber, einfach diese Stimmung, diese Schwingung wieder aus dir zu entlassen, ja, um wieder aus Selbstliebe heraus in die Leichtigkeit zu kommen. Darum geht es in den nächsten 2 Wochen. Vielleicht ist ja jetzt auch noch gar nichts passiert und du denkst, was willen die jetzt von mir? Vielleicht kommt das auch noch. Vielleicht schaust du noch mal ein paar Tage rein und du denkst, hat jetzt noch nicht so gepasst, dann guckst du noch mal. Und ich ziehe euch jetzt hier noch eine Powerfrage, ja, schauen wir mal. Vielleicht bezieht sich es aber auch auf etwas, was schon passiert ist. Das hoffe ich, dass es dir Sinn gibt. Meistens tut es das. Könnt ihr mir mal rückmelden.
So, und ich würde mich freuen, wenn ihr euch wieder vertragt. Dann ziehe ich euch jetzt noch. Ah, die schaut mich hier ganz arg an. Schauen wir mal, was wir hier haben für euch. Und zwar kommt: Warum verdiene ich eine Beziehung, die mir Freude bereitet? Ja. Nimm jetzt ganz bewusst wahr, was dir an deiner Beziehung gefällt. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Geschenke, die dir vielleicht schon selbstverständlich geworden sind. Ehre sie. Ja. Wunderschön, mal wieder wertschätzen, was der andere einem gibt. Ja. Nicht nur auf die Macken schauen, sondern auch auf das, was super ist. Oder ja, manchmal merkt man gar nicht, wie wunderbar der andere ist und nimmt die Sachen vielleicht auch für selbstverständlich hin. Ganz spannende Ausrichtung. Warum verdiene ich eine Beziehung, die mir Freude bereitet? Also mehr die Aufmerksamkeit auf die schönen Dinge lenken und die Vergangenheit hinter euch lassen. Gut, dann alles Liebe. Ich freue mich von euch zu hören und drücke euch die Daumen für die nächsten 2 Wochen. Genau, wir sehen uns ja noch zur Tagesbotschaft. Komme ich jetzt in die Mitte. Wenn du das Opalglas für dich gewählt hast, komme ich jetzt zu dir. Deine erste Karte in dieser Liebeswoche oder für die nächsten 2 Liebeswochen beginnt mit die Wahl. Ja, du hast die Wahl, ist auch die Karte Nummer 1. Ja, entscheide, was du willst. Gehst du links, gehst du rechts. Und der Punkt, wo du nicht wählst, wo du nicht handelst, ist der Punkt, an dem du auch ja, festgehalten wirst oder drin stecken bleibst, da fließt die Energie nicht. Also geh einfach einen Weg, wähle es zu wählen, ja. Nataraja. Entscheide dich, du kannst nichts falsch machen. Ich weiß nicht, vor welcher Wahl du stehst. Ich hoffe, dass dir das jetzt schon einen Sinn gibt. Denn wir haben ja 2 Wochen Zeit. Ich werde dir noch mal einen Satz hierzu vorlesen. Ich habe gerade das Gefühl, das können wir jetzt machen. Moment, ich suche mal raus. Die Nummer 1. Und lausch mal, ob dir das einen Sinn macht. Wenn Nataraja heute seinen ekstatischen Tanz der Lebensfreude in deine Karten bringt, dann weißt du, die Zeit der Kompromisse ist vorbei. Der Flammentänzer fordert dich auf, eine Wahl zu treffen. In der einen Hand hält er das Feuer der Zerstörung und in der anderen Hand die Trommel der Schöpfung. Die Wahl ist das mächtigste Werkzeug, das unser Geist hat. Doch oft haben wir nicht den Mut, die Wahl zu treffen, die wir treffen wollen. Oder wir verstehen nicht einmal, dass wir eine Wahl haben und sie treffen sollten. Gleich, ob du bewusst eine Wahl triffst oder dich unbewusst entscheidest, nicht zu wählen. Wählen tust du so oder so. Du kannst jetzt in allen Bereichen einen Durchbruch erleben. Wähle nun neue, freiere Lebensformen, sprenge deine Grenzen. Wenn dich Zweifel beschleichen, dann tanze sie in Schutt und Asche. Wähle mit der Schöpfung zu tanzen. Wähle die Liebe, auf dass du von ihr bezaubert seist. Tanze mit dem Mut deines Herzens durch die Freuden und Feuerstürme deines Lebens. Es heißt hier noch, tanzen will ich deinen Tanz, Nataraja, mit dem du die Welt immer neu erschaffst, in die donnernde Musik des Weltalls. Das ist aus einem nepalesischen Lied, ja. Ganz spannend. Also wähle zu wählen und du hörst ja auch raus, tanzen, Leichtigkeit, nimm das Leben, wie es kommt und hab auch keine Scheu vor deinen eigenen Entscheidungen, ja. Lebe zu 100%, so richtig. Und was auch immer kommt, hab keine Angst, den Weg zu gehen, der für dich bereitsteht, ja. Denn wenn du deine Flamme immer so ein bisschen dimmst und vielleicht auch nicht dich traust, die ganze Liebe zu leben, ja, dann ja, hast du auch weniger Freude. Du darfst richtig in diesem Leben viel Freude haben. Schau noch mal, ob dir da in diesen nächsten 2 Wochen was auffällt und begegnet. Dann haben wir von Seelenpartnerkarten: Habe Geduld. Liebe ist geduldig und freundlich immer. Ja, das Thema mit dem wilden Tanz. Und dann
die zarte Geduld. Ja, vielleicht bist du auch eine feurige Person und die Geduld fordert dich dann immer mal wieder heraus, dass das immer mal wieder ein Thema ist. Aber bleib in der Leichtigkeit, ja, wenn du auf irgendwas wartest oder sozusagen etwas noch dauert, bleib in deiner eigenen Anbindung, in deiner eigenen Leichtigkeit drin, ja. Du hast immer die Wahl, wie du dich fühlen möchtest. Ja, möchtest du in der Leichtigkeit bleiben? Dann entscheide dich auch dafür. Ja. Und gib nicht jemand im Außen die Kraft darüber, wie du dich fühlen sollst oder ob das von etwas im Außen abhängt, wie du dich fühlen möchtest, ja? Das ist eine Wahl, die du auch triffst. Wie möchtest du dein Leben leben und wie möchtest du dich fühlen? Genau. Auch ein Stück weit hat es mit gesunder Abgrenzung zu tun, habe ich das Gefühl, ja? Einfach dein Ding zu machen. Und dann haben wir noch einen Engel für dich. Da haben wir den Engel für Reinheit und Klarheit in dieser Woche oder in diesen 2 Wochen bei dir. Ja, siehst du den einen Kreis und noch einen Kreis? Das ist auch dieses in seinem eigenen Feld sein, ja, in seiner eigenen Energie. Und dann auch schauen, was lässt man da alles rein und was lässt man auch nicht rein. Ich lasse alte blockierende Muster und Illusionen los. Auch das macht der Engel für Reinheit und Klarheit. Der putzt nochmal ordentlich durch. Spannend. Alte Muster werden losgelassen. Ja, also bei dir geht es auch um den Aufstieg und hab auch, ja, Geduld mit dir selbst. Sei da liebevoll und entscheide dich ja natürlich immer wieder für das, was du wirklich willst, für die Freude, für die Liebe. Ja. Jetzt schaue ich mal bei deinem Gegenüber, was da für Karten kommen. Und zwar die erste Karte von Lemurien bei deinem Gegenüber sagt, das Thema ist Offenheit. Ist eine schöne Karte, sieht aus wie ein ganz großes Auge, das aus dem Himmel schaut. Offenheit. Ja, da habe ich jetzt hier auch den Impuls, dass wir das mal durchlesen mit dem Heftchen. Offenheit. Zwar haben wir es hier. Ich lese nur ein bisschen das Übergeordnete vor. Lass los alle Vorbehalte, alle Regeln, alle Einschränkungen und Ablehnungen neuem gegenüber. Deine persönlichen Geistführer haben dich berührt und damit in Verbindung gebracht, damit Angst und Widerstand aus deinem Unterbewusstsein, deinen Chakren und feinstofflichen Körpern nun aufsteigen können, sich erlösen, befreien und geheilt werden, geliebtes Menschenkind. Gib dich hin in die liebenden Hände der göttlichen Helfer aus allen Ebenen und Dimensionen. Sie sind für dich bereit, um dir Unterstützung und Anleitungen zu schenken, damit Erwachen in deine Göttlichkeit hinein wieder stattfindet. So ist es. Wow, also wirklich, da wird ganz viel aus den Chakren erlöst, hast du jetzt schon gehört. Und es kann halt sein, dass bei deinem Gegenüber da die Dinge, wo man mal so rangestoßen ist, wo man dann doch noch die Begrenzungen hatte, dass die jetzt noch mal kurz aufploppen. Du siehst hier auch ganz viel Violett, ja. Bevor das Licht kommt, ist es hier ganz schön viel Violett überall. Und dann kommen aber auch die Einsichten, die Erkenntnisse und die Hoffnung, das Licht dahinter. Wie einfach wäre es, wenn man das nicht denkt? Wie einfach wäre es, wenn man sich selbst weniger Grenzen stecken würde und natürlich auch den anderen Menschen? Und meistens machen wir sowas, weil wir uns da drin sicher fühlen in diesen Begrenzungen und weil wir das so kennen. Weil das so der normale Bezugsrahmen war, ne, durch die Kindheit, durch die Gesellschaft. Und da geht es um einen richtig großen Schwingungsanstieg und dass man auch viel von Dingen, die man bisher für immer so für festgehalten hat, dass die jetzt mehr ins Fließen geraten und gehen dürfen und aus dem System gehen dürfen, ja. Also eine Transformation steht hier auch an und dann ist es auch wichtig, offen zu bleiben und für dich noch natürlich die Karte Geduld. Und Reinheit und Klarheit und spricht mich jetzt noch mal an, ja, wenn das bei deinem Gegenüber alles so hochploppt. Ich weiß ja nicht, ob ihr kommuniziert und wie ihr kommuniziert gerade. Kann natürlich dann immer mal auch was so
rauskommen, was du denn mitbekommst, wo du dann einfach in deiner eigenen Klarheit bleiben darfst, ne? Ganz spannend. Und dann haben wir hier noch einen Engel bei deinem Gegenüber. Schauen wir mal, was wir da für einen Engel haben. Haben wir Engel Asmodel. Da haben wir schon mal einen Stier im Hintergrund und der liest hier eine goldene Schriftrolle. Ein blonder Engel mit einem grünen Gewand. Auch ein Erdelement. Schauen wir mal, was Engel Asmodel, den hatten wir doch neulich schon mal. Möchte ich sagen, der sagt mir was. Und zwar der Engel Asmodel. Ist lustig. Ist nochmal der Engel für Geduld. Also nochmal geduldig sein, bitte. Der ist kümmert sich um alle, die im April im Stier geboren sind. Also vielleicht ist dein Gegenüber auch ein Erdelement. Und zwar, die Herausforderung kann sein, dass man unbedingt gleich und jetzt sofort Resultate haben will. Und es ist wichtig, auch die Handlungen zu beruhigen und erstmal abzuwarten, nicht gleich zu reagieren. Erstmal ein bisschen nachdenken, abwarten, bis sich die Energien auch wieder beruhigen, bis auch der richtige Moment zum Handeln ist. Und das kann hier zum Beispiel nochmal damit zusammenhängen, sich nicht immer einen Plan zu machen über alles und es muss dann so und es soll dann so, sondern auch mal die Dinge einfach fließen zu lassen und auch zu vertrauen und ein Stück weit loszulassen, ja, wenn die Sachen auch mal anders kommen. Also da könnte sich jetzt nochmal so was Starres, ja, von so Erdelementen oder so, jeder hat ja von allen Tierkreiszeichen so ein bisschen was, könnte sich nochmal so was Starres jetzt nochmal rauslösen und einfach ins Fließen kommen jetzt, die nächsten 2 Wochen. Gerade auch nochmal was Themen mit der Liebe, mit Vertrauen, wie vertraue ich der Liebe, wann kommen meine Ängste, wann kommen wieder meine Vorstellungen, wann kommen meine eigenen Illusionen und Sorgen rein. Und da, oder Erwartungen auch, ja, wie soll Mann, wie soll Frau sein, was sollten die, wie lange, wie oft können oder nicht können oder, ja, da kann ganz viel Denken sein, was unbewusst im Hintergrund abläuft und dass da einfach mal so gereinigt wird und ein Schwingungsanstieg jetzt möglich ist, ja, so verstehe ich das. Und drücke ich euch ganz doll die Daumen, dass ihr beide auch ein Stück weit offen bleiben könnt, wenn das jetzt so ansteht, dass ihr da einfach den Prozessen vertraut. Jetzt an dich die Botschaft, weil ich dich liebe, von deinem Gegenüber jetzt, ne? Erlaube ich mir und dir eine eigene Meinung zu haben. Unsere Meinungen dürfen übereinstimmen, sie müssen es aber nicht. Ja, das ist doch super. Siehst ja hier schon 2 Schmetterlinge fliegen, jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg. Das klingt hier so nach einer Auflockerung, dass man so ein bisschen mal ein bisschen lockerer macht und vielleicht weniger Erwartungen hat und ja, einfach es ein bisschen fließen lässt. Es klingt wunderbar. Ich wünsche euch das auch. Und jetzt lege ich euch noch eine Powerfrage oben drauf. Schauen wir mal. Die öffnet ja so ein Lösungsfeld, diese Frage. Was hier kommt, bin ich jetzt echt gespannt. Liebe Engel. Was schickt ihr hier für einen Hinweis? So. Ich ziehe jetzt. Hier guckt eine ganz fett raus. Okay. Und zwar für euch kommt: Warum erfreue ich mich an meinem Leben in allen seinen Aspekten? Je mehr du dich mit allem, was du bist, lieben kannst, desto schöner wird dein Leben. Wow. Ja, sich selbst einfach mal auch annehmen und mögen, ja. So eine Grundvoraussetzung auch, um in Beziehung zu gehen. Ja, also da heilt ganz viel. Ja, je nachdem, was ihr auch so erlebt habt, da können jetzt echt ganz alte Glaubenssätze gehen. Und einfach, Mann, ich bin doch okay, wie ich bin, ja, also es ist doch alles in Ordnung und ich darf doch im Leben lachen und Spaß haben, ne. Also da geht es jetzt echt was voran. Von daher ist auch ganz gut, dass es hier über 2 Wochen ist, denn dann entwickelt sich was. Und beim nächsten Mal, dann sieht es vielleicht schon wieder hier ganz anders aus, ja. Okay, alles Liebe für euch, freue mich von euch zu hören, könnt ihr mal berichten oder du schaust nochmal nach einer Woche rein, wenn du jetzt noch denkst, was habe ich jetzt damit, hab noch gar nichts in der Hinsicht erlebt, aber das klingt ja eh nach ein bisschen längeren Prozess. Alles Liebe und dann komme ich jetzt zum 3. Stapel, wenn du den orangen Kalzit geweht hast, kommen wir zu dir. Dann kommen wir zu deiner ersten Karte. Die indischen Götter
haben für dich auch eine Botschaft für die nächsten 2 Wochen. Und zwar, du hast die Nummer 44, die Mahalakshmi mit der Botschaft Frieden. Ich finde den Frieden in meinem Herzen. Ja. Also, hier geht es um Einsichten, auch um Vergebung. Ja, und auch, wie ich wahrnehme, auch Mahalakshmi oder steht auch für die Schönheit, für die Fülle auch. Ja, dass in dir diese Schwingung jetzt sein darf, dass dir das Schöne in dir jetzt sich verankern darf. Also du machst auch hier mit einem Aspekt Frieden. Also es geht schon um Loslassen. Entweder Frieden mit dir selbst, Frieden mit etwas scheinbar im Außen. Es gibt eigentlich nur das Innen. Das Außen ist nur ein Spiegel. Ich lese dir mal vor, was die Mahalakshmi hier sagt. Wenn die Mahalakshmi dich heute mit vollen Händen beschenken möchte, dann erfährst du einen großen Segen. Denn die Göttin des himmlischen Glanzes bringt dir den inneren Frieden. Sie führt dich direkt in dein Herz, heim in dein wahres Zuhause, das in seinem göttlichen Glanz nicht reicher und schöner sein könnte. Mahalakshmi offenbart dir heute ihr uraltes Geheimnis. Erst wenn du Frieden gefunden hast, können sich Reichtum und Wohlstand entfalten. Die Formel lautet nicht erst Wohlstand, dann Frieden. Nein, erst Frieden, dann Wohlstand. Ja, das ist alles von innen nach außen. Und das hat Maharaji gesagt. Der Quell deines inneren Friedens kann wieder fließen, wenn du beginnst zu lieben. Alles, was es braucht, ist der Mut, Frieden wirklich zu lieben. Lebe in Frieden, sei zufrieden. Zufriedenheit bedeutet, jeden Tag Dankbarkeit dafür zu empfinden, dass du lebst. Der Friede, nach dem du so sehnlich suchst, wartet in deinem Herzen auf dich. Erlaube nun, dass er auf dich zukommt und dich umarmt. Ja, also es braucht auch noch mal hier deine bewusste Entscheidung und diese Frequenz, diese Zufriedenheit zu wählen, ja. Und es geht schon um, jetzt lachen mich hier nochmal diese 12 Chakren an, um dieses Aufsteigen, ja, dass deine Energien immer leichter werden dürfen, dass das Denken, das Urteilen, das Schwere immer weiter hinausgeht und es in dir alles ganz leicht wird jetzt. Und du, ja, die Dinge annimmst, ja, Frieden und Dankbarkeit nehmen auch an, ja. Und gehen in die Bedingungslosigkeit, in die Liebe. Sonst kann man keinen Frieden finden. Ja. Also da passiert ganz viel und die Liebe zählt, ja. Die Liebe ist ganz, ganz wichtig. Also ganz schöne Energien warten hier auf uns die nächsten 2 Wochen. Und die nächste Karte sagt, schätze den Augenblick. Also was so ein Schlüssel ist für dich, ist wirklich die Dankbarkeit und jeden Moment zu sehen, als eine Chance, ein Moment, durch den man wachsen kann, ja. Und eine Situation, in der man wieder die Liebe finden kann. In jeder Situation gibt es immer ein Geschenk. Wenn du genau hinsiehst, wenn du aufmerksam bist und nochmal darüber meditierst, was du am Tag erlebt hast, dann kannst du ganz viele Schätze entdecken und Dinge, die wunderbar gelaufen sind. Und schau, wie du wieder mehr Liebe in dein Leben, in deinem Leben wahrnimmst, wenn die ist immer da. Die Liebe ist ja immer da. Nur wir sind meistens nicht so da. Also es geht schon auch um so eine gewisse Achtsamkeit, um so eine, ja, Dankbarkeit und auch die Ausrichtung auf den Frieden. Vielleicht ist dir das länger abhanden gekommen. Und es gab scheinbar im Außen so viel Stress und so viel Sorgen. Und jetzt kommt wieder so dieses: Ah, ich bin wieder bei mir, ich bin wieder mehr zufrieden oder ich kann die Dinge mehr annehmen. Eine Leichtigkeit. Sieht sehr gut aus, also das klingt super. Dann nehmen wir noch einen Engel für dich für die nächsten 2 Wochen. Schauen wir mal, wer das ist. Oh, schon wieder für die Liebe. Engel Kamuel, Erzengel Kamuel hast du. Mit deiner Hilfe lerne ich bedingungslos zu lieben. Wow.
Also bei dir geht es auch um so eine Befreiung von Themen, die dich eigentlich von der Liebe abgehalten haben und dass du jetzt immer mehr dahin kommst zu lieben. Und es hat schon viel mit diesem Aufmerksamsein, genau hinschauen. Manchmal sieht man nur die Oberfläche und dann denkt man vielleicht, jetzt als Bild gesprochen, das ist eine hässliche Muschel oder so. Und wenn du dann nochmal genau hinschaust, was in diesem Moment, in dieser Muschel, in diesen alltäglichen Dingen für Schätze sind, dann kannst du so viel mehr sehen. Also schau auch nochmal, wo beurteilst du Menschen, vielleicht wie sie sich kleiden, wie sie reden, was sie tun, einfach nur so von außen. Oder kannst du dich vielleicht auch innerlich richtig hineinfühlen und diese Seele verstehen, diesen Menschen, den Werdegang verstehen, wieso jemand so geworden ist, was diesen Menschen wichtig ist, wovor hat dieser Mensch Angst? Und dann einfach sehen, dass alles Liebe ist. Ja, jeder Mensch versucht irgendwo immer das Beste zu tun. Ja. Und du wirst mehr Frieden finden, wenn die Bedingungen, die Gedanken, die Bewertungen einfach immer kleiner werden und die Dankbarkeit, dass du mit diesen Menschen sein darfst, dass du diesen Menschen kennengelernt hast, dass es schöne Dinge gibt und gab und geben wird, die euch auch besonders verbinden, was die Beziehung besonders macht, ja, oder ganz wertvolle Dinge, Momente, Worte, Gesten, das immer wieder mehr schätzen und diese Dinge, die man erst auf den ersten Blick nicht sieht oder übersehen könnte, das lass diese Dinge mehr werden von deiner Aufmerksamkeit, lass sie mehr werden, achte da, als wenn du deine Lupe darauf scharf stellst, achte da mehr drauf. Jeden Tag mal die Dankbarkeit mehr üben. Kannst du auch wirklich große Leichtigkeit und mehr innere Zufriedenheit erfahren. Also das haben ja auch die Neurowissenschaftler schon festgestellt. Wenn man in dieses positive Denken übt, dann passiert was im Gehirn. Ja? Also dann werden andere Transmitter und Hormone ausgeschüttet und dein ganzer Körper hat was davon. Das heißt, du hast wirklich eine andere Ausstrahlung, weil du dich anders polst damit. Und ja, und wenn in deinem Feld mehr Liebe, mehr Licht schwingt, dann wirst du auch sowieso mehr Liebe anziehen. Ja, also Frieden kommt wirklich von innen nach außen, von daher. Ja, alles Liebe für dich. Ich schaue jetzt bei deinem Gegenüber rein, was da für Botschaften kommen von Lemurien, die erste Karte. Ui, deine Lichtkörper erstrahlen. Ist das nicht eine wunderschöne Karte? Also bei deinem Gegenüber geht es ja auch um den Aufstieg, ja? Das ist echt die Karte dafür. Geht wirklich um Loslassen, um Reinigung und um sich ganz leicht machen. Und deswegen, wow, das ist jetzt echt ein tolles Reading. Das zeigt sich in allen Stapeln, dass es nach oben geht, dass es vorangeht. Also bei deinem Gegenüber geht es auch nach oben, die Lichtkörper erstrahlen. Es geht wirklich um das Befreien von den niedrigen Schwingungen, ja, sich auch wieder vielleicht an frühere Leben erinnern, auch die Hellsinne sind damit verbunden, die spirituellen, ja, wie soll ich sagen, Erkenntnisse, die Intuition, das Hellwissen, einfach, man ist mehr mit der Seele verbunden, man hat vielleicht auch Träume, man weiß die Dinge dann einfach, also da ist echt was im Gange bei deinem Gegenüber auch? Scheint hier kollektiv gerade so. Ja, also die Karte hier bei euch, bei deinem Gegenüber, die freut mich richtig. Das sieht hier sehr gut aus. Bin ich echt gespannt, wie du das dann wahrnimmst, wenn ihr in Kontakt seid oder wie du das spürst. Dann haben wir einen Engel bei deinem Gegenüber. Da haben wir Engel Barbiel. Der hat hier auch eine Lilie. Und da sehen wir den Mond und hier ist die Figur, die behauen wird oder gemeißelt wird. Und hier geht es beim Barbiel, glaube ich, darum, dass man seine Fähigkeiten weiterhin verfeinert und am Ball bleibt und immer wieder übt, auch wenn das Ergebnis noch nicht fertig ist, dass man immer wieder sozusagen dran bleibt, nicht aufgibt, wer weiter an sich glaubt und weitermacht, weil das ja einfach, das Ergebnis ist noch nicht fertig. Es geht um die Übung, bis man zur Meisterschaft kommt, also dieses Durchhalten auch, ja. Das ist hier das Thema, dass man seine Fähigkeiten entwickelt und auch eine gewisse Geduld mit sich, ja, weil nicht jeder wird gleich eine tolle Statue hier hinmeißeln und entwickeln, sondern manche Dinge
entwickeln sich langsam. Das heißt, dieser Aufstieg vielleicht, vielleicht geht der deinem Gegenüber oder dir dann auch zu langsam, weil man hat da irgendwas gelesen, man hat da irgendwas gehört und dann macht man Affirmationen, macht man Gebet. Und warum bin ich übermorgen nicht erleuchtet? Sage ich jetzt mal so. Oder was auch immer. Vielleicht möchte man sich etwas abgewöhnen, rauchen, Bier, Wein, irgendwas. Oder Zucker oder Fleisch oder so. Und irgendwie fällt man aber wieder in alte Gewohnheiten zurück. Oder man hat negatives Denken, je nachdem, was dein Gegenüber für ein Thema hat, wo er ungeduldig ist oder Perfektionismus oder. Es geht darum, immer dran zu bleiben und zu üben. Das heißt, ein Meister ist ja nur jemand, der lange geübt hat und nicht aufgegeben hat. Also nicht den Kopf in den Sand gesteckt hat, sondern immer wieder, ja, nochmal neu mit der Dankbarkeit, mit den Affirmationen oder mit dem Yoga, mit was auch immer, wo dein Gegenüber gerade das Thema hat. Vielleicht sind es auch die Finanzen, vielleicht ist es die Leichtigkeit finanziell, die Sicherheit und da einfach die hohe Schwingung zu kriegen, damit das Geld dauerhaft da bleibt. Einfach versuchen, es dieses Mal nochmal besser zu machen, ja. Vielleicht geht es auch um Beurteilen, Bewerten vom Chef, von irgendjemandem im Außen. Und was einen dann immer wieder davon abhält, in den echten Erfolg zu kommen, weil dann die Glaubenssätze einem wieder in den Weg kommen, könnte auch ein Thema sein. Je nachdem, wo sich das zeigt, das Innere zeigt sich immer im Außen auch. Aber es geht schon eine ganz große Stufe voran bei deinem Gegenüber. Der Aufstieg beginnt, ja, die Lichtkörper werden gereinigt und erstrahlen immer mehr. Und aus dem Körper, ja, tritt halt sozusagen etwas aus, was jetzt aus dem System raus darf. Und das ist super gut. Jetzt noch eine Botschaft an dich, weil ich dich liebe. Achte ich darauf, dass ich auch mit mir selbst wertvolle Zeit verbringe und die Beziehung zu mir selbst an erste Stelle setze. Also hier übt jemand auch erstmal auch sich zu spüren, Selbstliebe zu üben, Zeit mit sich zu verbringen. Ja, vielleicht ist das neu, vielleicht ist so ein Thema, sich nicht so sehr vereinnahmen zu lassen und auch wirklich dann ganz bei sich zu bleiben. Ja, vielleicht freut dich das jetzt nicht so, vielleicht ist es so eine Art, fühlt sich das wie so ein Rückzug an, aber das ist für dein Gegenüber wichtig, denn da laufen viele innere Prozesse ab. Also wenn dein Gegenüber sich jetzt auch nicht so meldet, lass du dein Herzchen offen, da passiert ganz viel. Dein Gegenüber hat viele Prozesse, wo ablaufen, wo sich Dinge rauslösen. Vielleicht braucht dein Gegenüber da Ruhe und ein bisschen Rückzug, ja, dass einfach die Seele mit deinem Gegenüber arbeitet. Dann, das ist gerade sehr wichtig. Dann bitte ich dich da auch im Vertrauen zu bleiben. Dann habe ich jetzt hier für euch auch noch eine Powerfrage, die so ein Lösungsfeld öffnet. Dann schauen wir mal, was da kommt. Jetzt sind zwei gesprungen im hohen Bogen. Okay, erste Karte. Warum folge ich täglich meiner Bestimmung? Du bist geboren, damit du Freude haben und deiner Bestimmung folgen kannst. Tust du dies, wird dein Leben leicht und voller Fülle sein. Schöner Hinweis. Ja, die Ausrichtung auf die Freude und die nächste Karte. Warum genieße ich mein Leben im Hier und Jetzt? Nur dieser eine Augenblick zählt. Vergangenes ist vorüber, die Zukunft nicht vorhersehbar. Lediglich im Jetzt kannst du dich und das Leben wirklich fühlen. Wow, also mehr im Moment sein, mehr Freude haben, ja, weniger Erwartungen oder Ängste oder was war in der Vergangenheit und so, also nicht zerdenken, zergrübeln. Es geht jetzt mehr darum, im Jetzt zu sein und die Freude zu fühlen. Und auch einfach die Dinge zu machen, die dir da helfen, die dir helfen, im Jetzt zu sein. Sei das ein Lied singen oder tanzen, hatten hier vorhin einmal den Hinweis aufs Tanzen. Ja, mach das, was dir wirklich hilft und liebe dich selbst so sehr, dass du sagst, ja, das muss ich jetzt machen. Dann geht es mir einfach gut. Und vielleicht ist bei deinem Gegenüber jetzt so ein Stück weit so ein Prozess, wo dein Gegenüber sagt, ich muss da mal eine Woche meditieren fahren oder ich gehe jetzt mal ins Kloster für einen Monat, was ich sage jetzt als Beispiel, oder ich ziehe mich einfach zurück, ja. Manche können das ja auch ohne Kloster, sind einfach weg. Und dann sind da einfach Prozesse im Gange. Hab Vertrauen, weiß, ist nicht so einfach, wenn man dann gar nichts hört. Aber wenn du ganz in der Liebe bleibst und auch diese Chance für dich dann nimmst, ganz bei dir zu bleiben
und in deiner Freude zu sein und Vertrauen zum Universum, ja, dann kannst du auch was ganz Schönes natürlich machen in der Zeit und es als was Gutes erleben, ja, wenn das nicht mit Angst besetzt ist und nicht mit Sorgen. Okay, ihr Lieben, dann ich drücke euch die Daumen, dass die nächsten 2 Wochen super schön werden. Ich werde noch ein paar Tagesbotschaften für euch drehen in dieser Woche, in der ersten Woche. Dann bin ich ja selber ein bisschen unterwegs auf Reisen. Und ja, ihr werdet dann wieder von mir hören. Dann gibt es wieder ein Video für die nächsten 2 Wochen. Alles Liebe von mir und bis bald. Satnam.